Fünfter Tag im Trainingslager im spanischen Huelva. Gute Bedingungen, das Wetter spielt mit und auch die Motivation der Mannschaft hält an. Am Mittwoch konnte unsere Elf die weiterhin guten Gegebenheiten vor Ort nutzen, um sich bestmöglich auf die nächsten Aufgaben vorzubereiten. Neben Tempo und Einsatz war dabei vor allen Dingen eines gefragt: präzises und kontrolliertes Passspiel. Zweimal ging es wieder für die Mannschaft raus auf den Platz, bevor es am späten Nachmittag zurück ins Hotel ging. Dort hat sich dann unser Neuzugang Simon Handle, der für ein halbes Jahr aus Aue kommt, unseren Fragen gestellt. Erstmal herzlichen Dank, Simon, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Zum Einstieg, ich meine, es ist jetzt quasi schon dein zweites Trainingslager für den Winter. Du warst ja auch mit Aue noch unterwegs. Dann ging es jetzt auch hier im Saarland relativ schnell angekommen, Tasche gepackt, wieder los. Wie fühlst du dich denn? Ja, erstmal danke. Ich fühle mich ganz gut. Ich bin hier super aufgenommen worden. Trainingslager in Spanien ist immer eine gute Sache. Training ist zwar hart, aber wir wissen ja, für was wir es tun. Und dann muss man auch schon ordentlich Gas geben. Du hattest jetzt am Montag gegen Mattersburg auch den ersten Einsatz im Eversberger Trikot und hast auch direkt das 2:0 dann mal vorbereitet. Wie hast du dich dort in der Mannschaft so gefühlt? Wie war so da dein erster Eindruck so im neuen Team für dich persönlich? Also ich muss der Mannschaft einen Respekt zollen. Die Mannschaft ist sehr intakt, also der erste Platz spricht der Bände eigentlich. Dass noch nicht alles passt, die Abstimmungen, das ist auch normal, aber ich denke, es war ein ganz, ganz guter Einstand. Ihr hattet ja jetzt auch schon euren freien Nachmittag, der kam für dich wahrscheinlich dann nach den ganzen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Strapazen, auch gar nicht so verkehrt. Wie hast du die Zeit denn genutzt? Hast du dich eher ausgeruht oder noch was unternommen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den halben Tag zum Ausruhen genutzt, ich habe viel geschlafen, versucht wieder Körner zu sammeln, Kraft zu kriegen und dass ich heute wieder Gas geben konnte. Wenn du so mal zurückblickst, was würdest du denn sagen, waren so deine schönsten oder einer der schönsten Momente im Fußball, die du bisher mitgenommen hast? Da gibt es ein paar, also um jetzt gar nicht so weit in die Vergangenheit zu blicken, der Aufstieg mit Aue von der dritten in die zweite Liga. Aufstiege sind schon immer was ganz was Besonderes und dann ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben das DFB-Pokalspiel Achtelfinale oder was, 16. Finale gegen Eintracht Frankfurt, wo wir weitergekommen sind mit Aue. Das sind so zwei Ereignisse, die mir sehr, sehr im Gedächtnis geblieben sind. Das glaube ich gern. Du bist ja in deiner Zeit, sag ich mal, auch lange in Österreich gewesen, kommst aus Oberbayern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hast du denn irgendwie schon mal mit dem Saarland zu tun gehabt? Rein gar nichts. Das Saarland ist mir komplett neu. Was vielleicht witzig ist, also einer meiner besten Freunde in Aue, der Calogero Rizzotto, der kommt aus Saarbrücken. Vielleicht hat er dir noch das eine oder andere noch mit auf den Weg gegeben. Ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast. Wir haben ein kleines Saarquiz vorbereitet für euch. Machen wir auch mit dir. Ich erkläre es nochmal ganz schnell und ganz kurz. Ich gebe dir drei saarländische Begriffe, die du von der Bedeutung her zuordnen musst, mit Auswahlmöglichkeiten. Und dann machen wir in der zweiten Runde noch, gebe ich dir verschiedene Aussagen. Du musst sagen, sind die richtig oder sind die falsch? Der erste Begriff, der erste saarländische Begriff für dich ist Huddel. Und als Auswahlmöglichkeit haben wir eine Ansammlung von Menschen, Schwierigkeiten oder eine Imbissbude. Ich tippe mal auf B, Schwierigkeiten. Das ist korrekt, das ist dein erster Punkt. Der zweite Begriff ist Grimmelwiedisch. Ist es A, hektisch oder müde oder wütend? Da tippe ich jetzt auf wütend. Nochmal korrekt, zweiter Punkt für dich. Und der dritte ist Chlor. Ist das A ordentlich, klebrig oder witzig? Chlor würde ich auf 1 tippen. Das heißt ordentlich? Genau. Der erste Fehler leider, Chlor heißt witzig. Okay. Chlore Menschen, mit denen kann man sich quasi immer abgeben. Aber wir kommen in die zweite Runde. Die erste Aussage, du musst sagen, ist sie richtig oder falsch? Durch das Saarland fließt nur ein Fluss. Das ist richtig. Das ist leider falsch. Es gibt noch ein paar mehr. Die Saar ist meistens das Naheliegende, aber es gibt noch ein paar andere Gewässer. Die zweite Aussage, die Imagekampagne des Saarlandes heißt, Großes entsteht immer im Kleinen. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt richtig ist.
Das ist richtig, ist ja auch von der Aussage richtig. Und als dritte Aussage, 3/4 des Saarlandes ist mit Wald bedeckt. Schwierig, muss ich auch raten, ich sag mal nein. Deine Antwort ist korrekt, es sind nämlich nur 1/3 des Saarlandes, aber immerhin noch eine relativ große Menge. Ich finde, das war dafür, dass du nur indirekt mit dem Saarland zu tun hattest und nur eine Person quasi kanntest, doch schon ganz ordentlich. Ich bedanke mich sehr bei dir, ich hoffe, du bist auch einigermaßen zufrieden und hast jetzt auch noch ein paar Wochen und Monate Zeit, dich noch einzufinden. Vielen Dank. Dankeschön.